Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ich hätte jetzt bei Alone in the Ark gesagt. Wir haben ein bisschen Besuch, das haben wir letztes Mal schon gehört. Oh, tut's weh. Ach, weißt du was, das machen die Spikes, da muss ich... Da muss ich nicht... Au! Das machen die Spikes. Ah, so ein Kack. Yay! Leck mich doch. Ich kann doch mal besseren Loot mitbringen. Und wo war der andere? Ich habe zwei vernommen. Oder war das nur der eine? Hat er so Lärm gemacht für zwei? Sieht fast so aus. Spikes sind jedenfalls nirgendwo anders angeknackst. Nur an der Ecke. Reparieren wir auch gleich. Wir sind ordentlich. Wir sind absolut... Weißt du was? Hier, Moment. Erstmal ein bisschen Gebüsch beseitigen. So. Hat ganz ordentlichen Schaden gemacht. Alter Finne. Das war ein Zombie? Haben die da was geändert? Na? Ist schwierig. Hallo. So. Aber hier unten den kriege ich nicht. Doch, da kriege ich ihn. Alter. Das ist alles so... Das ist so übel. Das ist alles so übel alleine, was wir jetzt allein an Zeit hier gerade wieder verlieren durch das bisschen Reparieren. Zeit, die wir überhaupt nicht haben. Ich wollte ja eigentlich zurück zu unserer alten Basis. Das werden wir auch gleich machen. Kacke, Mann. Reparier doch mal durch. So, haben wir das? Da hinten noch. Ach, egal jetzt. So, komm, auf zur alten Basis. Habe ich jetzt hier die Bedroll nicht mehr. Wo waren die? Da. Im Nordwesten. Nord-Nordwest. So, da so. Hoffe ich. Nehmen wir mal lieber den Bogen in die Hand. Und ich mache mir mal wieder ein paar Spikes. Ich fand das eigentlich ganz gut. Wir brauchen eh noch viele. Ich fand das eigentlich ganz gut, einfach ein paar Spikes auf Lager zu haben, wenn dann mal ein Zombie kommt, dass man die halt auch auf die Variante ich jag dich durch die Spikes, ich zieh dich durch erledigen kann. Und nicht unbedingt Pfeile verballern muss, die momentan noch rar sind. Später sieht das dann sicherlich mal anders aus. So, da haben wir unsere alte Hütte. Die werden wir jetzt noch ausräumen. Boah, ich dachte gerade schon... Was ist denn, wir brauchen ganz dringend. Tja, das hast du dir anders vorgestellt, gell? Das hast du dir anders vorgestellt. Ich mir auch. Ganz ehrlich, ich mir auch. Wir brauchen Hide, darum. Es ist wichtig, jetzt so ein kleines Schweinchen mal auszunehmen. Allerdings wäre es sinnvoller, ein Hunting Knife zu haben. So, das hatten wir jetzt. Bone Schiff, genau, hier. Damit können wir später besser häuten. Wir haben nur zwei Häute rausbekommen, aus dem ich brauche 20 für eine Forge. Aber wir haben es ja gleich. Dann dieses Messerchen. So, komm, das nehmen wir alles nach Möglichkeit rüber, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Das ist jetzt nicht so viel Platz im Inventar, wie ich es erhofft habe. Ganz ehrlich, den brauche ich nicht. Da hier machen wir einmal Scrap. Das wiederum brauche ich schon tendenziell. Hier, zack, zack, zack. Das brauchen wir auch. Wir riechen jetzt besonders gut. Die mögen uns gleich alle. Jetzt habe ich noch Platz für den Kochtopf da oben drin, hoffentlich. Ich hoffe, dass ich den nehmen kann. Kann ich den nicht rausnehmen? Wurde ja irgendwie gesagt, ich hätte einen, aber... Ist keiner. Also zumindest nicht, dass ich ihn nehmen könnte.
Geht das irgendwie? Left click to inspect an item. Receive or effect. Left click, hold and track a stack. Left click to drop or swap a stack. Right click to hold and track a half stack. Right click to drop one item at a time. Hilft mir nix. Geht nicht. Also ich glaube nicht, dass da einer drin ist. Dann wäre das sicherlich anders angezeigt. Es hieß irgendwie, ich hätte da einen Kochtopf. Ich bin blind. Wahrscheinlich bin ich an irgendeinem Kochtopf vorbeigelaufen oder sowas. Komm, dich nehme ich wieder mit. Geht nicht. Was geht? Gar nichts, weil ich voll bin. Jetzt. Warum bin ich jetzt auf einmal voll? Ich dachte irgendwie. Fiber braucht man nicht. Dann probiere ich es jetzt nochmal mit dem Kochtopf. Huch! Das wollte ich nicht. Komisch. Komisch, geht nicht. Also gut, wir nehmen die Kerze mit, dann haben wir wenigstens ein bisschen Licht da. Und dann lassen wir unsere Bude jetzt erstmal hier zurück. Brauchen einen Kochtopf. Hier unten steht auch keiner. Wo habt ihr denn einen Kochtopf gesehen? Oder ist der wirklich einfach nur da drin und... Toilettentieftaucher. Ist der da einfach nur drin und ich kriege ihn nicht mehr raus? Das wäre aber auch ein bisschen komisch, oder? Also. Ja. Gut. Wir bringen das Zeug erstmal zu unserer Hütte und dann müssen wir uns auf die Suche begeben nach A, Eisen und Eisen. Eisen hätten wir schon mal. Wir schmeißen dafür weg. Zwei Holz bringen wir jetzt gerade wenig. Wir holen uns dafür lieber ein bisschen Eisen. Das ist gut. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich nicht zu sehr stinke hier nach dem Fleisch, dass nicht gleich alle Zombies dieser Welt auf mich sich stürzen. Sehr schön. Da kommt einiges raus. Das lohnt sich. Das ist gut. Ich bin nur gleich außer Atem. Aber dann haben wir da schon mal eine kleine Basis. Na toll. Ach doch, da. Es hätte wieder super gepasst. So, den Kram haben wir. Jetzt auf zur Hütte. Mir ist heiß. Kann ich den Mantel ausziehen? Den kann ich ausziehen, sollte ich dann tun. Wo ist er? Da. Weg. Wir haben ja noch ein Eisensteinchen unterwegs. Vor allen Dingen muss ich aber nach dem Bär Ausschau halten. Wenn ich jetzt wieder hops gehe, mein ganzes Inventar sich hier verteilt, hätte ich richtig Lust drauf. Ich würde auch noch ein Schweinchen nehmen. Beach. So. Schön wäre es auch noch, wenn man sich einen größeren Rucksack oder so craften könnte. Das hätte doch auch noch was. Wäre noch was sehr Sinnvolles. Moment, jetzt habe ich meine Richtung verloren. Da. Und es ist schon wieder später Nachmittag, früher Abend vielmehr. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Wie ich das gerade gesehen habe, ist ja eigentlich ein Huhn dran vorbeigezwitschert. Oder war das irgendwie eine Fata Morgana? Irgendwas Kleines, meine ich, ist da lang gelaufen. Wir schmeißen erstmal das Zeug in den Schrank, dann schauen wir mal, was wir mit dem Eisen anstellen können. Ich brauche ganz definitiv eine Forge und habe noch nicht so die Vorstellung, wie ich an die nötige Menge Hide für den Spaß kommen sollte. Wir hier deponieren das alles erstmal in der Küche. Also hier oben machen wir was hin? Hier oben machen wir Futter hin. Ne, Futter machen wir in den Kühlschrank wieder. Moment, Kühlschrank.
So, machen wir jetzt erstmal alles, was futterbar ist oder mal futterbar war oder irgendwie was Tierisches ist oder so. Das machen wir jetzt mal alles dahin. Das und das hier behalten wir uns. Da ich gerade ein bisschen Hunger habe, wir damit eh nichts mehr anfangen können ansonsten. Essen wir das mal. So. Und wir haben Durst wie Sau. Das heißt, ein Lagerfeuer müssen wir uns bauen. Campfire, oder? Wie heißt das hier? Hup. Genau, Campfire. Nur Stein? Craft. Okay. Das ist easy. Und jetzt mal schauen, können wir das auf die Küche stellen? Das wäre lustig. Fände ich persönlich recht spannend. Da ist es. Equip. Ein. Es geht. Hier, das ist doch auf den alten Herd. Finde ich super. So, Press E to use. Holz habe ich gerade weggeschmissen. Wir gehen jetzt nochmal raus und holen uns eine ganze Stange Holz. Die brauchen wir eh. You've earned a skill point for completing the basic survival quest. Spend it by accessing your inventory. Okay. Vielen Dank auch. Aber ein Skill Point. Will mich jetzt nicht beschweren oder so, aber ein Skill Point. Da haben wir wieder die Axt. Stripp weg. Oh, der ist eigentlich zu schön. Den lassen wir da. Hier vorne war der Bär. Ich nehme den Baum. Stöhn da nicht rum. Ich bin ja schon dabei, gerade für Wasser zu sorgen. Derweil kannst du das hier mal trinken. So, wenn du mich hier nicht mehr vollstöhnst die ganze Zeit. Ich hoffe nur, ich kann gleich das Wasser im Campfire killen, ja. Grillen. Ohne dass ich da noch irgendwie einen Pott für brauche oder so. So, Spikes. Brauchen wir auch nochmal welche. Craft. Und Arrows. Craft. Brauchen wir die Pfeile eigentlich noch für irgendwas anderes? Die Pfeile, die Federn noch für irgendwas anderes? Das weiß ich gerade gar nicht. Also dann, Vorbereitung auf die nächste Nacht. Ich weiß gar nicht, ob in der Nacht wohne ich schon irgendwie so eine kleine Horde oder Hunde oder ob da irgendwas kommt. Ich weiß es nicht. Fall schneller. Den sollten wir noch mitnehmen, falls wir irgendwie was wieder aufbauen müssen oder verstärken müssen, dann haben wir da wenigstens ein bisschen was. Ich brauche noch mal ein paar Spikes, glaube ich. Das reicht nicht aus. Ich wollte nämlich eigentlich noch den ganzen Bereich, da ist ja so ein bisschen Fundament außen noch, so ein Holzfundament. Da wollte ich eigentlich auch noch Spikes draufsetzen, weil die werden ja vermutlich da hochklettern. Oder wir machen da eine Mauer draus. Eine erste kleine. Oh, der Gedanke gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das müsste ich mir mal anschauen. Oh, das sieht gerade voll schön aus, oder? Das sieht gerade echt schön aus. Cool. Wie viel Zeit muss sein? Also, wenn wir hier sagen, ja doch, das ginge. Hier eine Mauer drauf. Die ist sehr eng am Haus, aber sie wäre zumindest der erste Wall. Frame. Woodframe, da unten ist er. Zumindest ein Anfang. Weiter, wir brauchen mehr Holz. Damit werde ich jetzt nur in dieser Nacht auf keinen Fall mehr fertig, aber es ist wie gesagt ein Anfang. Und würde, glaube ich, sehr helfen, das ganze Ding zu verteidigen. Ach, Mann. Da. Haben wir dann noch genug Stein? Ja, viel Stein haben wir nicht mehr. So, dann holen wir davon auch noch ein bisschen was. Uhr, ich muss die Woodframes ausbringen. Allerdings werden sie noch nicht mal mehr gebaut. Solange die noch nicht gebaut werden, schaue ich mal lieber, dass ich noch ein bisschen ernte.
Aber die Zeit rast, ne? Das ist übel. Das merkt man, also ansonsten, wenn wir zu viert unterwegs waren, ne, das war dann auch so ein Tag, war schon ordentlich lang. Ja, da hat man schon einiges reisen können. Und jetzt ist die Zeit so gegen einen hier. Sau hart. Richtig cool. So, Spikes. Dann bringen wir jetzt so lange Spikes aus, bis dann die Mauern da gebaut werden. Zack, zack. Hier lassen wir erstmal wieder frei, obwohl ich da früher oder später auf jeden Fall was davor setzen möchte. Hey, Moment. Nee, aber hier kommen wir von da runter. Andererseits... Zumindest ein Teil davon muss zu. So, der Durchgang muss reichen. Ich werde da tausendmal reinlaufen, ihr wisst es. So, so, so. Huch. Bin ich jetzt drauf? Baum. Ah, Mann. Mit das Gestrüpp hier. Unkraut. War es ab 10 oder war es ab 9, wo die Zombies kamen? Ich hoffe ab 10. Wir werden es hören. Wir werden es spüren. Ich laufe jetzt gerade wieder rücklings in den Bären rein. Den Baum müssen wir auch irgendwann fällen. So, jetzt sind wir einmal rund. Jetzt machen wir hier vorne auch noch ein bisschen. Ein bisschen dichter. So, und jetzt schauen wir mal, was machen die. Jetzt werden die Frames angefangen zu bauen. Oha. Das wird zeitlich eng. Bist du? Da kriegen wir noch ein paar Knochen raus. Ne? So. Stinkt's hier wenigstens nicht so. Wenn das schon mal weg ist, dann. Ich muss ja auch nur diese eine Reihe erstmal machen, weil dann haben wir ja schon eine Zweierhöhe. Wenigstens eine Zweierhöhe. Okay, hier wird es jetzt enger. Aber es geht noch. Ich will nur, dass die nicht direkt hier hochkommen. Dass die ersten abgehalten werden. Ich werde jetzt die Frames gar nicht alle verstärken können. Also alle verbaut schon wieder. So. Schauen, wie weit wir kommen. ...21 Uhr. Ich glaube, es ist 22 Uhr, wo dann erst die Zombies kommen. Also ich bin beruhigt. Brauche ich hier einen Abgang? Jeder Ausgang aus meiner Hütte ist ein potenzielles Risiko. Es ist so. Jeder Ausgang ist ein potenzielles Risiko, wo irgendwas reinkommen kann, was nicht rein soll. So, erstmal überall nur eins verstärken. Ich weiß nicht, wie viel Holz ich habe. Ob das sonst ausreicht. Ach, fuck. Okay, doch, hat's gespeichert. Es wurde immer gesagt, ich soll nicht so rumlaufen beim. Das wird doch gespeichert, oder nicht? Wenn ich jetzt hier sage, zack, zack, machen wir mal 50% und hier 50%, machen wir ab. Und dann hier weiter. Nee, dann ist wieder weg. Ah, das ist ja schade. Okay. Haben wir mal ein bisschen Holz verschwendet, aber dann habe ich die Erkenntnis. Das ist ja schade. Ich dachte, der Ausbau würde gespeichert werden. Ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Zumal, also wenn man nicht die Ressourcen wiederkriegt. Wenn man sie wiederkriegt, ist mir eigentlich relativ wurscht. Dann ist es halt so, kann ich das hier irgendwie ausbauen? Oh, jetzt kommt Metall schon rein, aber das... Ich glaube, das lohnt sich, weil trägt ja ein bisschen was, ne?
so. Nicht. Ah, jetzt haben wir kein Holz mehr. Okay. Moment. Der eine Baum, der muss dann weg. Kriegen wir den noch? Oh, es ist gleich 10. Es wird bös. Ich brauche trotzdem Holz. Hilft nichts. Komm, 20 Minuten, um einen Baum zu fällen, oder? Was ein guter Kanadier ist, der schafft das. Ich hoffe, ich bin Kanadier. Lass mich Kanadier sein. Ich weiß es noch nicht. Lass mich bitte Kanadier sein. Ich will jetzt Kanadier sein. Marvin, oh, das schaffen wir nicht. Nein, wir sind nicht bei der Hälfte angekommen. Nach 10 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe einfach, es kommt keine Zombie-Horde. Zumindest wenn sie kommt, dann nicht direkt. Los, hau, fäll um dein Leben, fäll um dein Leben. Marin, Marin, jetzt. Oh. Oh, wir schaffen das vielleicht sogar doch noch in 10 Minuten. Wahnsinn. 20 Minuten Holzfällen, Baumfällen hier. 200 Jahre alte Eiche in 20 Minuten vernichtet. Verdammt, das ist keine Eiche, es ist eine Kiefer, egal, oder sowas. Ich bin dann mal weg. Wo war der Eingang? Das hau ich wieder weg dann demnächst. Und vor allen Dingen machen wir hier zu. Ihr kommt hier nicht rein. Ich hoff's. Ich fände es nicht ganz verkehrt, wenn sie hier nicht reinkämen. Fackeln müssen wir uns auch bauen. Ich habe doch Fett gefunden, oder? Ich glaube, mit dem Fett kann man auch ein bisschen was machen. Ich glaube, ich verliere schon Leben, weil ich Hunger habe oder Durst habe. Eins von beiden. Aber darum kann ich mich jetzt gleich erst kümmern, wenn ich hier ein bisschen was verstärkt habe. Bleib weg. Ach Mann. So. Es ist dunkel, ich weiß, aber bei mir auch. Es ist nun mal so und das macht es unheimlich, dieses Spiel. Diesen Spannungsmoment, den will ich jetzt nicht irgendwie wegmachen. Das lassen wir dunkel. Was ist hier los? Hier muss ich auch dicht machen. So. Jetzt fällt mir gleich die letzte Axt auseinander, wenn ich das richtig sehe. Was ist hier? Treppe. Ich sehe gar nichts. Gute Nacht, John Boy. Bin dann mal drin. War oben zu? Erstaunlicherweise ja. Sensationell. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an, ob wir hier... da ist ja was drin. Ist das Auto... Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich muss es auch nicht kapieren. Es ist Hauptsache, wir haben... Hauptsache, wir haben Murky Water Turn On. So. Ich habe doch frisches Fleisch eigentlich aus dem Schwein rausgeschwartet, oder? Genau. Und Eier haben wir auch. War das jetzt nicht das Rezept für Bacon and Eggs? Bacon and Eggs, Raw Meat und Egg. Ich hoffe einfach, dass das dann jetzt... You don't have the required tools to craft this. Fehlt also doch der Kochtopf, obwohl er da hervorgehoben ist. Cooking pot required. Ach, da oben. Okay. Und das Wasser muss ich... Boiled Water. Ja, Moment. Snow. Bottled Water. Cooking Pot required. Fuck.
Cooking Pot. Wir brauchen so einen fucking Cooking Pot. Kann man den herstellen irgendwie? Pot? Nö. Kacke. Okay. Ah, wie überaus dümmlich. Wie überaus dümmlich. Dann müssten wir mal überlegen. Also, wir haben jetzt hier oben, mache ich mal das zum Anpflanzen rein oder alles Mögliche, was wir pflanzlich geerntet haben. Hier, das könnte rein. Was haben wir noch? Habe ich irgendwo noch? Hier, Leder. Komm, das kommt jetzt auch mal rein. Das war nicht pflanzlich, aber es ist thematisch hier mit dem Cotton und so weiter, mit der Baumwolle zum Nähen. So. Und dann kommt das Ding ja auch rein. Das brauche ich nicht, das ist mir zu heiß. Gut, dann machen wir da unten in den Ofen alles rein, was wir so zum Kochen brauchen. Ah ne, halt, das Fleisch kommt ja wieder, weißt du schon. Legen wir wieder in den Kühlschrank. Wir sind da ja sehr ordentlich. Ja, hier machen wir so Dosen und so ein Zeug rein. Hier Murky Water. Mach ich auch in den Kühlschrank. Das wird mal ein Lebensmittel, wenn es groß ist. Wir haben einen Stuhl. Komm, den Stuhl. Wir machen es uns auch schön. Obwohl, wir haben ja schon Stühle. Man kann nie genug Stühle haben. Huch. So. Sensationell. Und dann können wir hier drauf auch meine heißgeliebte Kerze. Dann kann ich hier mein Dinner for One feiern. Was? Geht die nicht mitten drauf? Na toll. Das ist ja eine super Kerze. Dann machen wir die Kerze hier an den Treppen ab, beziehungsweise Aufgang da an die Wand. Hast es. Das macht's richtig hell. Auf einmal ist hier voll romantisch und schön. Sensationell. Da haben wir unsere Notausrüstung so drin gehabt. Hier, komm, da gibt es auch noch eine Bandage, die brauche ich eh nicht so. Und dann bauen wir jetzt noch irgendwie so eine Crafting-Ecke. Ich glaube, die bauen wir eher unten. Da haben wir ja auch noch so ein bisschen was. Tu mal Platz machen tun hier. Hier, komm, da machen wir das jetzt rein. Das kommt noch hoch. Medizinkasten brauchen wir auch noch, genau. Iron, Holz, restliches Holz, obwohl das, ich nehme es lieber ein bisschen mit. Hier Bones tun wir da rein, das Zeug tun wir rein, Fishing White, das tun wir rein, das hier kann ich jetzt momentan auch noch nichts mit anfangen. Das Bone Shift, das nehmen wir mit. Ah, ich kann jetzt gerade da unten nicht wechseln. Einen Ersatzbogen nehmen wir ruhig auch mit, das nehmen wir mit, Painkillers. Können wir einschmeißen eigentlich gerade, oder? Die heilen die ein bisschen? Die heilen ein bisschen, siehst du? Super. Dann haben wir das auch. Und hier würde ich dann sagen, spätestens wenn wir die Forge bauen, reißen wir das hier... Moment. So, haben wir ein bisschen Licht. Das verstärkt man noch, so gut es geht. So, gut so. Eisen schenken wir uns. So, dann haben wir das. Forge wieder. Es ist schade, dass ich die nicht an den alten Platz einsortiere, sondern dass man die immer wieder nehmen muss. Und es ist auch schade, dass die Lampe nur so eine kleine Funzel ist. Es würde sonst ein bisschen schöner hier sein. Machen wir hier mal die Torch kurz hin. Und bauen das noch weg. Verstärken den Kram noch. Ah, das Erfreuliche ist, dass dieses Haus wirklich schon sehr gut ausgebaut ist. Mit seinen Steinmauern. Ja, ja. Warum sind die locked? War ich da nicht schon drin? Ich dachte, da wäre ich schon drin gewesen. War ich nicht? Bombs. Fiber. Muss ich meine Ersatzaxt holen.
Ersatzaxt. Da. Ah, beziehungsweise, nee. Wir holen uns Ersatzfiber. Hier, das haben wir ja. Boah, ich hab Hunger, ich hab Durst, ich bin nah am Verdursten und boah, das ist übel. Wir bauen uns wieder 2. Dann können wir das Ersatzfiber da wieder zurücklegen. So. Ja, damit. Och. So, jetzt geht's schnell. Komm, ich will da rein. 30 Minuten haben wir schon wieder voll. Aber da schauen wir uns in dieser Folge noch an, was da hinter dieser Tür ist. Safe. Uff. Da hämmern wir ein paar Jahre dran rum. Den machen wir dann auf, wenn wir was Anständiges haben. Ansonsten hämmer ich da wirklich ewig. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Wir sollten die Zeit lieber nutzen, um jetzt demnächst mal nochmal auf eine Loot-Tour zu gehen. Das ist dann wahrscheinlich so das Nächste, was ich anstreben würde. Hier die Fackel nehmen wir wieder. Das Nächste, was ich anstreben würde. Wir gehen auf eine kleine Loot-Tour und schauen mal auf jeden Fall, dass wir einen Cooking-Pot haben. Das ist jetzt das Allerwichtigste, dass wir dann zurückgehen und ein, zwei Sachen kochen, uns mal irgendwie ernähren können. Dann müssen wir Tiere jagen, heute bekommen, damit wir eine Forge hinkriegen. Oh, und das erst an Tag 3, ne? Also, ich weiß nicht, wie soll man 20 Häute so schnell hinbekommen? Das ist ja eigentlich nur mit einem Bären und einem Bone Knife oder wie ich... Boah, schlimm, schwierig, okay. Und ich mache den Endscreen jetzt hier nicht so lang, denn das kostet alles Zeit. Also, bis zum nächsten Mal, ciao.